Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland? Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass ich meine Meinung in Leserbriefen äußern kann. Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland? 16. Was ist Deutschland nicht? Eine Monarchie. Wen kann man als Bürger, Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen? Den Bundespräsidenten, die Bundespräsidentin. Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? Direktive. Die Bundesrepublik Deutschland ist heute gegliedert in Bund, Länder und Kommunen. Wie heißt das Parlament für ganz Deutschland? Bundestag. Welche Hauptaufgabe hat der deutsche Bundespräsident, die deutsche Bundespräsidentin? Er, sie? Repräsentiert das Land. Ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen? 18. Eine Frau in Deutschland verliert ihre Arbeit. Was darf nicht der Grund für diese Entlassung sein? Die Frau bekommt ein Kind und ihr Chef weiß das. An demokratischen Wahlen in Deutschland teilzunehmen ist ein Recht. Die Bundestagswahl in Deutschland ist die Wahl des Parlaments für Deutschland. Man will die Buslinie abschaffen, mit der Sie immer zur Arbeit fahren. Was können Sie machen, um die Buslinie zu erhalten? Ich beteilige mich an einer Bürgerinitiative für die Erhaltung der Buslinie oder gründe selber eine Initiative. Ein Richter, eine Richterin gehört in Deutschland zur rechtsprechenden Gewalt. Wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende? 1945. Was passierte am 9. November 1938 in Deutschland? Jüdische Geschäfte und Synagogen werden durch Nationalsozialisten und ihre Anhänger zerstört. Wann wurde die DDR gegründet? 1949. Was nannten die Menschen in Deutschland sehr lange die Stunde Null? Darunter verstand man das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Beginn des Wiederaufbaus. Am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Tag der deutschen Einheit. Wie wurden die Bundesrepublik Deutschland und die DDR zu einem Staat? Die heutigen 5 ostlichen Bundesländer sind der Bundesrepublik Deutschland beigetreten. Welche Farben hat die deutsche Flagge? Schwarz, Rot, Gold. Was bedeutet die Abkürzung EU? Europäische Union. Wo ist der Sitz des Europäischen Parlaments? Straßburg. Welchen Schulabschluss braucht man normalerweise, um an einer Universität in Deutschland ein Studium zu beginnen? Das Abitur. In Deutschland dürfen Ehepaare sich scheiden lassen. Meistens müssen sie dazu ein Trennungsjahr einhalten. Was bedeutet das? Mann
und Frau führen mindestens ein Jahr getrennt ihr eigenes Leben. Danach ist die Scheidung möglich. Zu welchem Fest tragen Menschen in Deutschland bunte Kostüme und Masken? Am Rosenmontag. Sie haben in Deutschland absichtlich einen Brief geöffnet, der an eine andere Person adressiert ist. Was haben Sie nicht beachtet? Das Briefgeheimnis. Was man für die Arbeit können muss, ändert sich in der Zukunft sehr schnell. Was kann man tun? Erwachsene müssen auch nach der Ausbildung immer weiter lernen. Pfingsten ist ein christlicher Feiertag. Ab welchem Alter darf man in Hamburg bei Kommunalwahlen, Wahl der Bezirksversammlungen, wählen? 16. Welches Bundesland ist ein Stadtstaat? Hamburg. Welches Bundesland ist Hamburg? 3.